Hallo Leute, ich muss mal wieder nachdenken. Ich habe gerade leise nachgedacht und habe mir gedacht, Rubin denkt laut. Ich werde jetzt weiter denken, live hier vor der Kamera. Es geht darum, um die Aussage, vor ein paar hundert Jahren haben die Leute gemeint oder waren überzeugt, und das war allgemein wissenschaftlich, in die Universitäten, überall, die Erde ist flach und eine Scheibe. Wenn man weiterfährt, fällt man runter. Das haben uns irgendwelche Gelehrte beigebracht. Also nicht uns, aber als Menschheit. Und dann kam ja, ihr wisst die Geschichte und ihr kennt alle die Zusammenhänge mit diesem Galileo und so, dass doch tatsächlich die Erde eine Kugel sei, die da im Universum rumfliegt, um die Sonne kreist mit verschiedenen anderen Planeten zusammen. Und das Ganze, ihr wisst ja, das Denken, also das Nachdenken, die Gedanken, die mich quälen, sind, wer hat damals die Leute erzählt, beigebracht und gelehrt und es als Wissenschaft und auch als unumwerfbares Gesetz dargestellt, die Erde ist eine Scheibe. Wer war das? Ich zähle mal ein paar auf. Ich fange ganz oben an, der Papst mit der Kirche, die Professoren mit ihren Universitäten, die Ärzte und was es damals so gab, die Lehrer, die ganze Bevölkerung hat es so geglaubt, weil die gescheite Leute, heute nennen wir sie Experten, haben das behauptet, und wenn der Experte das sagt, dann wird es schon so stimmen. Und jetzt denken wir mal weiter. Heute. Heute ist klar, das Universum ist gut erforscht und die Zusammenhänge, die sind runter bis zur Quantenphysik und hoch bis zur schwarze Löcher und intergalaktische Staubwolken und die ganze Geschichten, alles erforscht oder ziemlich gut dargestellt, wieder von den gleichen Autoritäten, die uns kleinen Menschen das beibringen in der Schule, in der Universität und an andere Lehrstellen. Und wir glauben das, wir sind davon überzeugt und mir richtet unser gesamtes Leben danach ein, was die sagen. Jetzt kommen natürlich heutzutage, damals war es der Galileo, mal nur wegen der Erde und so. Heute sind es ähnliche, neue, kleinere Galileos, die anfangen von geistigen Welten zu sprechen, von anderen Dimensionen, sagen wir mal, das Innere des Menschen, von der Seele, vom Aufstieg. Ja, Aufstieg ist ja mein Lieblingswort, Aufstieg, ihr wisst ja. Aufstieg geht immer nach oben. Gut, also, und jetzt die Frage ist eigentlich, wem nützt es, dass wir wissen, was wir wissen? Und wem nützt vor allem, dass wir nicht wissen, was wir nicht wissen? Weil damals die Leute haben gedacht, die Erde sei eine Scheibe, weil sie nicht wussten, dass es ein Universum gibt, weil denen das niemand gesagt hat. Und wenn es einer gesagt hat, dann war das ein Verschwörungstheoretiker. Merkt ihr was? Dann haben sie den verfolgt und zum Teil auch. Heute wird nicht mehr, aber vielleicht. Also zumindest die Professoren, die sich darum kümmern, die haben so, was man so hört im Internet und bei den Geschichten, die haben immense Probleme, nachher ihren Lehrstuhl zu behalten. Oder ganze, sagen wir mal, ganze Forschungsteams haben dann plötzlich Probleme. Die kriegen keine Kohle mehr, weil die Hohe Herren sagen, entweder ihr forscht das, was wir wollen, oder ihr kriegt kein Geld. Das, was zu erforschen ist, wird bestimmt von, ich habe sie vorhin aufzählt, ich fange diesmal unten an, von der Universität, von den Professoren, von den Wissenschaftlern, Experten, von den, sagen wir mal, Wirtschaftsbosse, Regierung, das, was die zwei miteinander mauscheln, da möchte ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Und dann halt natürlich immer noch, kaum spürbar, aber doch unglaublich weit vorne in der Befehlskette, weit oben, die Kirche, die katholische Kirche mit ihrem Papst, die sind unantastbar. Und Geheimbünde,
Wollt ihr echt was wissen über Geheimbünde? Nee, ne? Bestimmt nicht. Also das Denken geht inzwischen in die Richtung, dass wenn wir heute behaupten, die Erde ist keine Scheibe, sondern eine Kugel und fliegt mit ein paar anderen Planeten in einer schönen musikalischen Harmonie um die Sonne herum und die Sonne ist in der Mitte, die dreht sich langsam und sie fliegt mit uns, wir sind die Planeten um die Sonne, mit uns fliegt sie noch einmal herum um einen Mittelpunkt. Und dieser Mittelpunkt fliegt wieder herum um einen, so geht es ewig weiter. Ne? Also das ist wissenschaftlich akzeptiert. Jetzt aber, dass es da intergalaktische Kräfte gibt, ich möchte ja nicht mal Wesen sagen, weil die haben ja mit, sagen wir mal, dreidimensionaler Wesenheit nicht viel zu tun. Intergalaktische Kräfte, die intelligent sind und die das Ganze steuern, nicht steuern, aber vielleicht aufrechterhalten oder dran wirken, die können das behalten oder verändern. Und um dass wir wieder beim Thema sind, heute 2012, Anfang Oktober, arg lang ist es nicht mehr, bis zum großen, was auch immer, mitten zur Sonnenwende im Dezember, was es auch sein mag. Es ist von dieser intergalaktischen Rotation, weil sich alles umeinander und ineinander und miteinander dreht, kommen wir an einen Punkt, wo all diese Drehungen, die fangen mal irgendwann an, drehen sich und kommen irgendwann wieder an den Punkt. Und da kommen alle diese Drehungen an einen Punkt zusammen. Und die intergalaktischen Kräfte sind bemüht. Und der Mensch ist auch eine, die gesamte Menschheit ist auch eine von so einer intergalaktischen Kraft. Wenn das gesamte Bewusstsein von der Menschheit, nämlich zusammenwirkt, ist das eine intergalaktische Kraft. Sogar du als Einzelner kannst Kraft deines Bewusstseins, deines Willens, deiner Aufmerksamkeit und natürlich der darauf folgenden Tat, die Welt verändern. Klein, mittel, groß. So viel wie du willst, so viel wie du Kraft hast. In diesem Sinne, liebe Zuschauer, ja du, und du dahinter auch guckst ihm über die Schulter. YouTube, da unten euren Kommentar eingeben, Like drücken, Kanal abonnieren, ihr wisst Bescheid, was alles zu tun ist. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest der Zeit, bis wir uns wiedersehen. Euren, euch liebender Rubin. Ciao. Ja. Schnitt. Musik